Herstellungskomponenten fehlen uns noch etwa 20. Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge Space Engineers. Ja, wir sind dabei, hier die Solarpanels zu schweißen, damit dann unsere Rotoren auch wissen, was sie machen sollen. Nämlich die Solarpanels in die Sonne drehen. Aber die fangen, glaube ich, erst an, wenn überhaupt Solarpanels dran sind. Also die Rotoren drehen nicht vorher irgendwas hin und her, sondern die machen das dann schon ganz gezielt. Und wenn wir schon beim Schweißen sind, dann nehmen wir natürlich auch immer hier gleich die Energiezellen mit, damit wir unsere Batterien bauen können. Sehr gut. So, jetzt können wir eigentlich einfach den Rest fertig machen. Gut, weiter geht's. Erstmal wieder Batterie schweißen. Sehr gut, wieder eine fertig. So, die anfangen. Gut, und weiter im Text. Gut, und wieder weiter. Ja, aber wie man sieht, da dreht die auch schon hin und her. Ich denke mal, wir sollten vielleicht doch tatsächlich noch eine Reihe Raffinerien bauen, denn das wird ja hier eine der Hauptproduktionsstätten, wenn nicht sogar die Hauptproduktionsstätte. Und das heißt im Endeffekt, wir brauchen hier Raffinerien oder ja, vielleicht wird es noch nicht mal die Hauptproduktionsstätte, aber zumindest wird hier das ganze Erz verarbeitet oder weitgehend. So, ups, wo sind wir denn? Da.
Ja, Energiezellen werden im Augenblick nicht hergestellt. Da fehlt ihm irgendwas wahrscheinlich dafür. Wichtig sind ja eigentlich auch erstmal die Solarzellen, damit wir die maximale Menge an Energie aus der Sonne ziehen können. Eben ohne irgendwelche Brennstoffe zu verbrauchen, wie Uran oder ähnliches. Auch wenn wir davon genug haben. Prima. Und wieder eine fertig. Mit jeder fertigen Solarzelle steigt unsere Energie, also unsere verfügbare, nutzbare Energie. Und mit jeder Batterie, die wir bauen, steigt die Menge der speicherbaren Energie. Oh, hier fehlt uns sogar noch ein Stahlrohr. Ein einzelnes. Stahlrohr ist drin. Jetzt hat er dafür nichts mehr hergestellt. Nur dafür geht uns unser Sauerstoff und
Und schon stellt er wieder welche her. Aber eigentlich wollte ich hier. Gut. Ja, 62 noch, dann haben wir also 62 Solarzellen, dann haben wir das auch schon wieder voll. Das sieht doch gut aus. Erstmal hier die Batterie. Oh, reicht noch nicht. Ah, fertig. Das heißt, die Reihe hier ist auch fertig. Dann machen wir die nächste. Und wieder eine fertig. Wieder 40 Solarzellen. Aha, er produziert auch mal wieder Energiezellen. Gut. Und weiter geht's hier. Batterien bauen. Ah, da fehlen zwei.
Ja, schade, dass man in diesem Skript nicht einstellen kann, in welcher Reihenfolge der das machen soll. Dann würde ich mich sagen, erstmal die schnellen Sachen, dann die langsamen. Wieder eine Batterie fertig. Ja, auch das wieder. Ja, und dann ist die große Frage, was wir dann als nächstes machen, wenn wir das fertig haben. Ich bin ja der Meinung, wir sollten dann zusehen, dass wir unser erstes Stargate bauen. Wenn wir das Stargate haben, runter auf die Erde, da ebenfalls ein Stargate bauen. Damit wir dann hin und her jetten können, mehr oder weniger. Gut, die andere Möglichkeit in der Zeit, wo er jetzt hier am Solarzellen und Energiezellen am Produzieren ist, können wir natürlich nochmal schnell ein paar Raffinerien bauen. Also werden wir uns mit Stahlplatten bewaffnen. Da haben wir welche. Nee, wir müssen ja erstmal diese Verbindung schaffen hier. Und dafür brauchen wir, soweit ich das weiß, hiervon welche. So, gehen wir mal hier runter. So, müssen wir dieses okay. Förderband hierher. Damit auch der Transport dazwischen einwandfrei funktioniert. So, dann müssen wir die Stahlplatte, die jetzt hier runtergeplumpst ist, wegnehmen. Herstellung, Stahlrohr und Motor. Motorherstellung. Ich hoffe, das reicht. Wir müssen das eine fertigstellen. Naja, Herstellungskomponenten fehlen uns noch etwa 20.
Gut. Das heißt, hier erstmal Motoren. Und dann wird hergestellt oder beziehungsweise geschweißt, hier, was das Zeug hält. Erstmal weg, dafür brauchen wir von denen reichlich. Okay, Energie ist alle. Ja, aber mit der leeren Energie und dem Auffüllen derselbigen sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.